Hallo, herzlich willkommen bei Löwenzahns Pflanzenwelt. Ich möchte heute wieder ein Begonienvideo machen und auf einen Kommentar eingehen, wo geschrieben wurde: Egal was ich mache, bei mir klappt es einfach nicht mit der Begonienvermehrung. Dann muss ich sagen, ich gehöre fast dazu, weil bei mir klappt ganz, ganz oft auch nicht so, wie ich das gerne möchte. Und ich wollte heute ein bisschen mehr drauf eingehen und euch einfach mal zeigen, wie ich das mache und was bei meinen Versuchen dann bei rauskommt. Und ja, vielleicht ist ja für einige von euch dann noch aufschlussreich und man sagt, ah, das könnte daher und daher kommen. Wenn jemand von euch ein Lichtlein aufgeht, bitte schreibt mir das in die Kommentare, damit ich das eventuell auch umsetzen kann. Weil wenn es bei mir etwas nicht klappt, dann nur, weil ich es eben auch nicht besser weiß in dem Moment. Ich kämpfe ja noch immer um das richtige Rezept für mein Substrat, für meine Bodenmischung. Ich weiß, dass die Begonien einen armen, nährstoffarmen Boden brauchen, aber trotzdem wegen der Salze, die da drin enthalten sind, aber trotzdem natürlich auch luftig es haben müssen. Und leicht sauer soll der Boden auch sein, deswegen mögen die Begonien, wenn man die mit Kaffeesatz düngt. Das ist jetzt meine neueste Variante von der Mischung für die Erde. Die ist wirklich sehr, sehr locker. Das ist jetzt das neueste Rezept. Kokossubstrat. Perlite. Da sind dann die weißen Kügelchen da drin. Das kennt ihr ja schon alle. Dann habe ich da drin Moos. Und die neueste Zutat ist jetzt hier die Kokosfasern. Ich zeige euch das mal, wie das in Trockenform aussieht. So, da sind die Kokosfasern. Ich habe die fein geschnitten und trotzdem beim Mischen musste ich die immer leicht auseinanderzupfen, weil sie dazu neigen, sich immer so zu einem Klumpen zusammenzubilden. Das ist jetzt meine neueste Mischung. Die ist wirklich sehr arm. Da ist nichts an Nährstoffen drin. Also kann man da leicht, ich werde das nach einigen Wochen dann anfangen mit Beidüngen, mit Orchideendünger, weil der ja viel, viel schwächer konzentriert ist als normale Blumendünger, Pflanzendünger. Das wird dann mein nächster Versuch sein, weil diesen Sommer war das wirklich schwer mit den Begonien. Die sind mir wirklich einer nach der anderen einfach ja ein Blatt nach dem anderen abgeworfen und das ist ein Indiz dafür, dass der Boden erstmal nicht passt und zweitens war die Hitze auch enorm. Guckt mal hier, das Blatt habe ich jetzt entfernt in der Hoffnung, dass ich das noch verwenden kann. Das sieht aus wie verbrannt. Das ist das wunderschöne Blatt von der Catalina Sunrise und ich werde versuchen, weil der Stiel noch richtig gut ist, will ich versuchen, die dann doch noch zu bewurzeln. Ich schneide den Stiel gleich kurz, ich mache das Trockene weg und versuche das dann direkt über Wasser zu bewurzeln. Weil in meinem Fall klappt die Bewurzelung der Blätter über Wasser viel, viel besser, als die irgendwo ins Substrat zu setzen. Zum Beispiel habe ich hier eine Begonia Burki. Nun, leider gehen hier auch schon die ersten Blätter kaputt. Ich vermute, dass es schon fast zu lange im Wasser steht und vielleicht auch nicht ausreichend Licht hatte. Dieses Blatt ist abgestorben. Ja, nee, das ist hinüber. Ich habe gehofft, dass es sich hier vielleicht bewurzelt hat am Ende, aber nein, nichts dergleichen. Das kann weg. So, ich habe das aus einem Ableger bekommen. Jetzt schauen wir mal an. Im Wasser. So einen wunderbar tollen Bart hat sich die Begonie wachsen lassen. Aber halt hier, ne? Von diesem Knoten hier aus. Und hier unten sind auch noch ein paar. Also werde ich versuchen, das hier zu durchtrennen und das hier einfach mit beizustecken und zu gucken, ob das dann auch noch mal treibt. Die entwickelt hier braune Flecken. Das weckt in mir den Verdacht, dass es vielleicht. Ach nee, da. Die sitzen schon wieder. Guckt mal da. Seht ihr dieses kleine? Das ist eine Wolllaus.
Okay, dann reiht sie sich auch ein. In die gleiche Riga. Dieses Blatt, also zum Behandeln auf jeden Fall, dieses Blatt stirbt ab. Ich werde das entfernen und versuchen dann nochmal hier über die heilen Blattäderchen nochmal zu bewurzeln. Aber das wird gegen Wollläuse behandelt und da werde ich am Ende euch noch ein kleines Horrorbild zeigen. Obwohl ich kann das jetzt sofort machen, als ich die kleinen Begonien gesammelt habe. Also Begonia burki wird heute getopft, aber erst nachdem sie behandelt worden ist. Dann mache ich es, werfe ich meinen Plan um und zeige ich mal das, was ich zum Schluss lassen wollte. Guckt mal, da ist eine Begonie, die war letzte Woche noch wunderbar. Richtig schön Zweig gebildet. Ich werde das jetzt auch nicht mehr aufmachen. Und dann dieser kleine weiße Klumpen, das ist der Rest von einem Begonientrieb. Und diese kleinen weißen Punkte sind Wollläuse, die sich da schön gemütlich entwickelt haben. Und ich habe den Zeitpunkt verpasst, die zu behandeln, sonst hätte ich die noch retten können. Das wird jetzt so komplett utilisiert. Und ich kenne mein Pech, das ist bestimmt eine Desbegonie wahrscheinlich auch noch. Ja, der muss ich jetzt leider auf Wiedersehen sagen. Guck mal da, also fette, saftige. Da kann man vielleicht eben auf diese Viecher auch eingehen. Die auf den Pflanzen sitzen sie dann immer so gemütlich nur auf einem Punkt. Die können sich aber sehr schnell bewegen. Die legen ihre Eier unheimlich viele ab. Die schlüpfen auch in einem richtig schnellen Rhythmus. Deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man die einmal gesichtet hat, die Pflanze zu behandeln. Woran merkt man das? Noch bevor man überhaupt adulte solche deutlich sichtbare Exemplare sichtet, merkt man das zum Beispiel schon daran. So, ab in den Mülleimer. Zeige ich euch. Merkt man das zum Beispiel schon daran, dass die Blätter anfangen kaputt zu gehen? Dass die Neuaustriebe eintrocknen. Da sitzen die und man sieht sie noch nicht. Die sitzen dann in diesen Schüppchen, entwickeln sich langsam vor sich hin. Das ist die Begonie Bolero. Die ist bei mir letztes Jahr komplett abgestorben und die habe ich auch einfach treu immer ein bisschen mitgegossen. Dann hat sie sich schon wunderbar entwickelt, war schon richtig toll. Hier war ein Steckling, den habe ich da, der ist eingetrocknet. Der ist jetzt komplett hinüber, der kann weg. Aber die beiden haben noch schön ausgetrieben und ich wollte heute mit euch eigentlich diese Neuaustriebe schneiden und neu bewurzeln. Das werde ich jetzt erstmal noch hier dran lassen, weil ich befürchte, dass die Behandlung gegen die Schädlinge und der Versuch der Bewurzelung vielleicht dann doch ein bisschen zu viel für die Pflänzchen ist. Dann werde ich die jetzt erstmal noch ein wenig hier dran lassen, erstmal die behandeln und auch hier wieder möchte ich euch zeigen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, den Pflanzen ein Wasserreservoir unten zu bieten im Topf, dass da unten noch ein bisschen Möglichkeit ist fürs Wasser. Oder man macht eben so einen Docht und diese Begonie hat eben dann schon diese Wurzel, eine Wurzel hat sie getrieben aus dem Topf und dann so ein richtig dichtes Netz gebildet, damit die auch schön das Wasser aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich die über die Erde auch düngen würde, könnte sie dann auch diese Düngung auch mit aus dem Wasser aufnehmen. Deswegen ist auch ein Grund, warum man die Begonien nicht zu stark düngen sollte. Ja. Was ich heute mit euch machen möchte, ich möchte einfach nur kurz durch meine Behälter durchgehen. Ich habe vier Boxen mitgebracht. Ich wollte mit euch einfach mal kurz reingucken, was passiert da drin, welchen Begonien geht es gut, wie machen die sich und sind die überhaupt noch da? Ja, also manche Blätter gehen bei mir auch sogar in Wasser ein. Kokosbrikett einmal zur Seite. Es kommt immer anders, als man denkt. So, ich möchte euch nochmal so, bevor ich damit weitermache. Diese Begonie ist jetzt neu gekommen, die Snow Cap ist jetzt neu bei mir eingetroffen. Da wollte ich noch mal gucken, was haben wir da am Ballen? Das sieht nach Moos aus. Müssen wir gucken, wie das Wurzelsystem ausgebildet ist. Dann wird sich gleich auch entscheiden,
ob die ins Substrat kommt. Nee, das ist Erde. Das ist ein Erdbein. So. Einmal gucken. Folie vorsichtig abmachen. Das Papier abmachen. Ja, das ist ein schöner fester Erdball. Und das ist Weiße hier, das ist natürlich Schimmelpilze, die sich da bilden. Deswegen werden wir gleich auch noch mal eine Lösung anmischen. Sowas hier. Pilzeschutz. Letztes Mal habe ich ja die Schachtelhalbtinktur gemacht. Die hat auch sehr gut geholfen. Die kommen aber immer wieder bei der Hitze, die Pilze, weil das einfach auch an dem Feuchtigkeitsgrad und an der Hitze liegt, explodieren die richtig. Das wird zum Beispiel, denke ich mal, auch der Fall sein. Das ist die Begonia Highway. Und wenn ich die mir so angucke, diese beiden Blätter, da habe ich schon so ein Gefühl, da wird bald was passieren. Und mein Gefühl hat mich eigentlich bis jetzt wenig getrügt. Da einfach vorsichtshalber werde ich die nachher mit behandeln. Also meine Pflanzen, meine kompletten Sammlung steht. Einmal den Begonien, die müssen erstmal gegen die Wollläuse behandelt werden und dann dementsprechend auch nochmal gegen den Pilz oder als erstes vielleicht sogar gegen den Pilz, weil Wollläuse saugen und nehmen der Pflanze Kräfte, aber der Pilz, der geht in das Innere der Pflanze, in die Substanz und schädigt die Pflanze von innen. Und das ist dann unwiederbringlich. Ja? Das kann man nicht mehr gut machen. So, das ist die Begonia Snowcap. Sieht man das Grün? Das Grün sieht man gar nicht so gut so. Snowcap. Die werde ich erstmal einsprühen mit diesem Pilzmittel. Und dann werden wir weiter überlegen. Das ist das eintrocknende Blatt der Catalinas-Hühnreis. Das Trockene wird beschnitten, die wird gekürzt am Stiel und wird mit dem Pilzmittel behandelt, damit diese Schnittstellen dann in den Boxen nicht anfangen zu schimmeln. Und das ist die Catalinas-Hühnreis. So. Also manchmal muss man retten, was noch zu retten ist. Dann wollte ich noch bewurzeln. Blätter drei Sorten habe ich hier. Spezies China Variante. Dann haben wir hier Passing Storm und Metachroa. Die Passing Storm, die ist so schön mit Rosa, aber dieses Blatt ist wirklich sehr, sehr klein und das ist auch ein junges Blättchen. Die Metachroa, die haben eigentlich gute Chancen, also denn die entscheiden sich dann doch zu schwächeln. Die werde ich versuchen auch über Wasser zu bewurzeln und hier eins über Wasser und da muss ich mal gucken, da will ich verschiedene Methoden anwenden, damit wenigstens eins ja hoffentlich eine Chance hat. So, kommen wir mal noch zu einem interessanten Teil. Ich habe hier noch vier kleine Boxen. Eins, zwei, drei und vier. Das war einmal ein ganzes Blatt. Da sieht man noch die Überreste. Da lag das ganze Blatt. Da fängt es an zu schimmeln, das kann jetzt weg. Und das hier, das ist unfassbar. An dieser kaputten Stelle, da sind Wurzeln dran. Also mache ich das wieder rein. Unfassbar. Jetzt, wo ich mich entschieden habe, dich wegzuwerfen, produzierst du Wurzeln. Das ist schön, das ist sehr schön, freue ich mich sehr. Und du, dieser Teil. Es sind auch Wurzeln dran, aber wieso kommt da nichts raus? Man muss es so bleiben. Hier kommt schon mal ein kleines Blatt. Es ist die Sorte Arbusik von der S.
Das ist nichts, das ist ein Moosstückchen. Aber hier auch diese weißen Flecken. Das heißt, ich werde das auch mit diesem Pilzmittel einsprühen. Und hier wollte ich eigentlich das rausnehmen, weil schon das Blatt an den Deckel kommt. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das kann auf jeden Fall hier nicht bleiben. Das heißt, es muss in einen höheren Behälter umziehen. Genauso das gleiche auch hier. Hier war auch ein ganzes Blatt. Und das ist auch ziemlich viel verwurzelt. Ja, da sind. Es ist angewachsen an jeder Stelle, aber nur in der Mitte ist was rausgekommen. Hier ist alles voller Wurzel, alles verwurzelt. Wenn ich das hochhebe, denke ich mal, geht das Ganze hoch. Und da ist mir eine kleine Peperomia prostrata runtergefallen, die Schildkröte, ne? Ja, die liegt da auch, passiert auch nichts. Sieht aber heile aus. So, und dann die Pläne, wenn man die Sachen zusammenholt. Die Pläne, die ich mir mache, die werden dann meistens von den Pflanzen korrigiert. So, da musst du wahrscheinlich auch ein höherer Behälter dann und dann wird das umgesetzt und vielleicht ein bisschen frisches Substrat dabei, damit es doch ein bisschen mehr Power hat. So, hier habe ich einen, das ist super, super mini kleines Pflänzchen damals gekommen, zusammen mit noch einer Sorte. Die andere Sorte ist mir am zweiten Tag an, weiß ich nicht, wahrscheinlich Versandstress hops gegangen und das ist die. Vischne auf Schokolade von der S, also Cherry auf Schokolade, kann man das auf Englisch übersetzen. Und die fängt jetzt an, ein richtig schönes Blatt zu produzieren. Aber wenn man bei, wer von euch Lust hat, kann mal eingeben, der S-Begonien. Und dann da geht dann der ganze Katalog auf von den Begonien. Da kann man gucken, was für eine tolle Selektion die Familie Jenikiew hat. So, die Pflanze hat jetzt, gucke ich mal. Ja, das ist eine, das war eigentlich eine Pflanze, aber hier scheint ein Blatt. Ja, das kommt auf. Was ist hier? Da muss man mal gucken. Ein einzelnes Blatt, das Wurzeln geschlagen hat. Das hat sich hier schon aufgeteilt. Auch das wird rausgeholt. Ich muss das ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. So, was haben wir hier? Wir haben einmal ein bewurzeltes Blatt. Das war eigentlich ein einzelner Trieb, zweite Mini-Baby-Pflanze. Und dann haben wir hier noch das dritte einzelne Blatt. Das ist ja fantastisch. Und die waren vorher alle zusammen. Jetzt hat sich das irgendwie sagenhafterweise aufgeteilt. So, die Pflanzen überraschen mich ja immer wieder. So. So habe ich die jetzt herausgeholt und eingetopft. Das ist jetzt meine Cherry auf Schokolade, Vischne auf Schokolade von DS. Das erste haben wir schon mal erledigt. Dann habe ich hier noch einen kleinen Behälter. Der ist ein bisschen höher. Da ist eigentlich gut Platz zum Wachsen, aber die lässt sich auch Zeit. Das müsste eigentlich die Begonia Blattentiers sein. Ich bin gespannt. Die hat noch Platz nach oben und da sitzt eine ganz, ganz kleine Variegata Steinbrech. Die kann erstmal so bleiben. Die habe ich jetzt vor kurzem frisches Substrat mit beigefügt. Und dann wollen wir mal gucken. Die bleibt erstmal noch so. So, okay, jetzt mache ich ein wenig Platz. Verschieben wir unsere Snowcap ein bisschen weiter von den infizierten Begonien weg. Schieben wir das Ganze jetzt zur Seite. Ist jetzt frei geworden, der Behälter. Der Behälter bleibt erstmal so. Platz frei machen. Jetzt machen wir mal unsere Boxen auf und schauen mal rein, was hier passiert in dieser Box. Ich gebe das mal eben, die Kamera geht gleich mal ein wenig runter. So, in dieser Box sind wenige Begonien drin. Hier sind mehr die Usambara-Veilchen drin, aber auch hier kaputt. Das heißt, so ein Behältnis tut nicht gut.
Hier ist auch ein Blatt, hat sich einfach aufgelöst. Das war ein Begonienblatt. So, ich werde jetzt mal gucken. Episzien habe ich hier drin, aber das ist jetzt nicht die Frage. Die Episzie hat aber schon schöne Wurzeln gebildet. Dann, ich wollte an dieses Begonienblatt eigentlich dran. An dieses Begonienblatt wollte ich dran. Hier unten liegen. So. Das ist die Black Mamba. Die hat hier auch einen schönen Wurzelbart. Das bleibt noch ein wenig hier drin. Die steht, dieses Blatt ist schön heile. Dieses Blatt hat hier irgendwo einen Kontakt bekommen. So, Sekunde. In einem Behälter, ja, stehen in einem Behälter, aber irgendwas leicht daneben und schon nimmt es das Blatt es übel. So, gucken wir aber. Wurzeln sind auch schon da. Werden wir weiter beobachten. Das war die Black Mamba. Hier ist auch leider. Ach ja, der erste Versuch ist mir leider misslungen. Aprilscare Blocker. Leider ist mir die Pflanze kaputt gegangen. Aprilwolken, wunderschöne Sorte von Osambare-Veilchen. Hier habe ich noch ein Blatt von der Peperomia Melun. Oh, Melönchen heißt hier in Russisch. Das wird nichts mehr. Das Blatt wird sich nicht bewurzeln lassen. Kann auch weg. Dann haben wir wieder einen freien Platz in der Box. Aprilscare-Blocker können auch raus. Hier ist noch ein Behälter. Da war, fühlt sich nach einer Wurzel von der Begonie. Und das war auch eine auf Dochtbewässerung. Hier ist auch nichts mehr dran. Kann auch raus. Und die liebe Kommentarschreiberin möge sich vielleicht bei diesem Elend leicht getröstet fühlen. Ich packe auch immer sehr, sehr viele Sachen. Entsorge viele Sachen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und ja, Hoffnung nicht verlieren, weitermachen. Ja, ich werde jetzt erstmal das so belassen hier. Gucken wir gleich mal. Vielleicht kommt hier ein. So, du kommst auf deinen alten Platz. Ich muss auch ehrlich sagen, das macht jedes Mal auch ein wenig was mit mir, weil jeder Verlust ist bitter für mich. Weil die Pflanzen werden ja auch oft dazu gekauft, um die Kollektion zu erweitern. Und jede Pflanze, die es nicht gelingt zu vermehren oder zu erhalten, ist eben ein Verlust. Man nehme es, wie man es möchte. Die habe ich vergessen zu unterschreiben. Jetzt weiß ich nicht, wie die Sorten heißen. Ich muss gucken, ob ich das noch schaffe, die Namen dafür zu finden, für diese wundervollen Episzien. Guck mal, was für tolle Blätter da sind. So metallischer Glanz und so eine wunderschöne, leicht bronzene Farbe. Aber wir wollten uns dieses Mal einmal um Begonien kümmern. So, diese Box haben wir durch. Die kommt zur Seite. Hole ich auch schon die zweite. Hier sehe ich leider auch schon ein paar leere Töpfchen. Mal schauen, was hier drin ist. So, hier ist leider nichts mehr zu hoffen. Das war mal ein Blatt. Ja. Frei gewordener Platz. Hier ist auch ein Blatt, der es nicht mehr mitmachen wollte, das ganze Spielchen. Dafür habe ich hier eine Begonie Jivohai. Die hat mir ein ganz tolles Baby herausgegeben. Dieses Mal hat es geklappt. Und wenn ich mir das richtig anschaue, sind auch hier, woher die auch kommen in diesem Substrat, aber dieser Schimmer hier auf dem Stiel lässt mich den beginnenden Wollausbefall vermuten. Was ist hier passiert? Einmal schauen, da ist, wächst noch irgendwas. Was ist das?
Mal schauen. Wurzeln kommen wieder rein. Was ist das hier für ein wundersames Exemplar? Bewurzelt, halb in der Luft hängend. Also kommt hier schön in die Erde, damit auch schütten wir dich leicht an. So, mal gucken, was dabei raus wird. Das heißt, auch die wird behandelt. Da habe ich jetzt schon richtig locker mit lockerem Boden gearbeitet. Da habe ich noch die Kokosfaser nicht gehabt. Da habe ich einfach ein wenig von der Orchideenerde genommen. Und scheint zu funktionieren. Drainageschicht habe ich reingemacht, weil die Pflanze war damals krank. Und ich habe versucht, wenigstens ein Blatt, und das hat geklappt. Das Blatt hat geklappt zu bewurzeln. Ich bin happy, das heißt, das muss hier auch behandelt werden. Die weitere Begonie, die hier steht und schon das Blatt anfängt kaputt zu gehen, das ist die Alu. Kaputte Stelle schneide ich kurzerhand ab. Das muss nicht sein. Da sehe ich das auch. Die sitzen einfach überall im Moment bei mir. Oder das ist, kann auch einfach Perlit sein, aber ich bin dann schon so ein bisschen paranoid. So. Das heißt, werden wir hier auch behandeln. Fuchsioides, das sieht nicht so gut aus. Wir haben zwar drei gute Stecklinge, aber hier sind Blätter, die einfach faulen. Da muss man schauen, ob die langsam an die normale Umgebung gewöhnt werden kann und einfach da rauskommt. Dieses Blatt, ach ja, das Blatt ist noch heil, aber da lag so ein abgefaultes Blatt noch drauf. Das ist auch sehr leicht schon, das kann man leicht gießen. Und hier das zweite. Ist nichts geworden. Ja, einfach kaputt gegangen. Platz frei. Und was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr. Leider. Es fühlt sich auch nach nichts mehr an. Hier ist eine Wurzel. Keine Ahnung. Auch Platz frei. So, dann haben wir 4 zu 4. 50% Verlust. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist sehr viel. Das ist sehr traurig. Ich muss damit leben. Irgendwie muss es. Na? So, was haben wir hier? Pearl Pink. Das war wahrscheinlich auch eine. Das war ein unsonderbarer Veilchen. Gute Namen habe ich noch, kann ich noch gucken. Wenn die wirklich noch so schön ist, die Sorte, dass sie mir gefällt, dann kann ich die ja nochmal besorgen vielleicht. So, die dritte Box. Was haben wir hier? Und die Gruselbox kommt gleich zum Schluss. Auch hier wieder ein Totalausfall. Da ist nichts mehr zu holen, nichts mehr zu machen. Eine Orchidee habe ich hier, die aufgebunden ist. Der ging es überhaupt nicht gut in dem Gewächshäuschen, was ich habe. Habe ich sie hier beigelegt. Die ist jetzt, wenigstens hat sie ein bisschen Torgor. Ich glaube, ich werde sie mit Neemöl behandeln, damit sie komplett sich erholen kann und vielleicht so dieses Orchideensubstrat, ob Orchideendüngemittel dran, dass sie vielleicht doch noch einen neuen Trieb bildet, weil das, wenn ich die gekauft habe, dann muss die wunderschön sein und jetzt hat sie nur zwei Blätter und von der Blüte dementsprechend etwas weiter entfernt. So, Jolly Silver ist das Blatt nichts geworden, aber ich habe die Pflanze noch, also habe ich die Möglichkeit, nochmal ein Blatt zu entnehmen der Pflanze und versuchen, nochmal zu bewurzeln. Auch wieder raus. Was haben wir hier? Hier habe ich eine Begonie. Ferox sollte das sein. Die ist nichts geworden. Und Begonie Karneval von. Karneval muss auch von der S gewesen sein. Und hier passiert enorm was. Ich habe die als Mini-Mini-Mini-Blättchen bekommen. Und jetzt wachsen hier ziemlich viele Ableger. Es stört ja auch nicht, das ist ziemlich nass im Moos. Das guckt mal.
der Hand. So, ich werde jetzt hier ein wenig Substrat nach unten reingeben, dass er sich schon mal langsam an Erde gewöhnt, weil so viele wie jetzt hier sind, müssen sie demnächst getrennt werden. So, machen wir. Begonien wachsen bei mir eben sehr langsam. Ich war bis jetzt auch sehr sparsam, was Düngergaben betrifft.